Ja, man, ihr könnt doch Brotzeit machen in der Zwischenzeit. Frenkel frotzelt. Heute. Let's play Emergency 5. Ich vermute, das muss da drüben sein. Wo auch sonst. Da hat es zuletzt gebrannt und da hat es ja auch geheißen. Da war ja auch so ein kleiner Balken zu sehen, ne? So, Pause. Damit hier nicht zu viel Zeit verloren geht, wenn ich hier mir den Weg hier suche. Ach, scheiße, geht noch nicht. Warum? Ach so, weil die anderen Blödmänner noch angeschlossen sind, oder? Ja? Ja, komm, gib mir deinen scheiß Schlauch ab. Alles klar. Der hängt ja doch dran, oder wie? Mach den mal weg. So. Erwarte Befehle. Ja, das ist ein Fehler, dass er die Rolltore zumacht, ne? Weil er müsste ja eigentlich offen lassen, aber... Ja, warum läuft der... Warum fährt der nicht jetzt, der Arsch? Ach, hier fährt er. Ja, komm. Also... wo ist denn da eine Tür zum Einschlagen? Hier vielleicht? Jawohl. Wenn, dann ist das hier eine Tür. Gut. Streicht mal aus, Brüder, jawohl. Und holt mal die Axt. Komm. Dann sind wir hier gleich bei Shining. Was gibt's? Ist in Arbeit. So. Axt habe ich. Wird gemacht. Dann mach mal. Hä, wo läufst du denn hin? Da ist die Tür. Achso. Okay, dann nimm halt die andere Tür. Ist mir auch recht. Okay, und dann? Brauche ich da einen Notarzt oder was? Ey, du sollst keine Figuren schnitzen, du sollst einfach nur die Tür einschlagen. Ah! Oh, guck mal. Ein Mann in einer Frau. Das ist ein bisschen pervers. Okay, die sind gerettet, oder wie? Scheint so, oder? Der Brüller. Steigst du auch wieder ein, oder? Ja, kein Problem. Was geht's? Alles klar. Okay, Opfer mit Notarzt versorgen, 3 von 6. Da haben wir noch ein kleines Problem. Die Fahrzeuge abschleppen, das können wir ganz am Schluss machen. Aber wo ist jetzt hier, wo sind die Notärzte? Das ist die Frage. Der ist in Arbeit, alles klar. Ich schaue bloß gerade mal, ob ich noch einen in der Basis habe vielleicht. Ne, die sind alle unterwegs, aber ich kann hier noch einen herholen. Jawohl. Kostet ja nichts. So, da liegen noch 2 rum. Ich habe keine Ahnung, wo meine scheiß Notärzte sind. Aber die werden schon irgendwann wieder aufkreuzen, oder? Bin bereit. Steig mal ein. Die sollen jetzt erstmal alle einsteigen. Ich habe überhaupt keinen Überblick mehr hier. Ja, verstanden. Wie finde ich meine Notärzte? Was ist denn das hier alles überhaupt? Anzeige Brände an aus. Anzeige Opfer an aus. Aha! Einsatzpersonal. Tja. Das ist ein bisschen fitzelig, ne? Man weiß nicht so genau, wo die rumrennen. Gibt bestimmt einen Trick oder so, aber... So, ihr seid alle völlig nutzlos. Ihr habt euren Job getan. Ihr könnt eigentlich nach Hause fahren alle, oder? Jawohl. Oh. Naja, ich lasse die aber sicherheitshalber nochmal da stehen. Nicht, dass ich noch irgendjemand unter dem Stein finde. Das ist ja wie Käfer suchen hier, ne? Oder Regenwürmer, einfach unter Steinen. Was ist mit dem los eigentlich? Der scheint mir hier ein bisschen festgebackt zu sein. Vielleicht hat er einen Hexenschuss. Ja. Ah, er kann wieder. Der Alexander Schwarz kann wieder laufen. Sehr schön. Er soll einfach mal irgendwo... Behandeln Sie verletzte Personen immer so schön... Leck mich doch am Arsch! Die Opfer werden mit der Zeit immer schwächer und sterben, wenn sie nicht rechtzeitig versorgt werden. Ja, schön, also. Die Frage ist, schaffe ich das jetzt noch, wenn ich den Spielstand lade, oder ist dann irgendwie alles schon im Arsch? Ah. Ich werde jetzt nochmal gucken. Also, es muss eine dicke Spende reingekommen sein, damit ich wenigstens ein bisschen erfreut bin. Ah. So, ich brauche mal einen Stift, muss ja was notieren. Ja, wir haben hier eine dicke 200-Euro-Spende von Sergeant Sabadi. Also das ist der Hammer. 200 Euro für die Kinderunfallhilfe, vielen Dank dafür. Und danach hat der German Sniper 90 noch 5 Euro hinterhergeschossen. Das heißt, wir sind bei 217,66 Euro. Das heißt, ich kann heute alle Spiele raushauen. Ihr seid ja total bekloppt, ey.
Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Auf jeden Fall, ja, das werden wir jetzt auch gleich machen. Jetzt ist nur die Frage, soll ich den Spielstand laden oder nochmal von vorne? Die Notärzte waren im Auto, echt? Scheißdreck. Wenn die Not... Ich lade das jetzt nochmal, wenn die Notärzte im Auto waren. Ich mache jetzt erstmal die erste Frage in den Chat, fürs erste Emergency, ja? Ich schreibe die da rein und dann müsst ihr das schnell beantworten. Und der Erste, der richtig beantwortet, gewinnt das erste Emergency 5. Und genau, jetzt machen wir erstmal das erste Emergency 5. Und die erste Frage ist... Ist nicht ganz einfach vielleicht... So, ich habe es jetzt reingeschrieben. Ich brauche jetzt nur noch Return drücken und dann ist die Frage online. Die Antwort ist nicht 42, Tyrell. Moment. Okay. Drei, zwei, eins. Da bin ich jetzt mal gespannt. Kepo 94 ist auf meinem das Richtige, aber ich weiß nicht, das ist bei den Moderatoren vielleicht anders. Ich weiß jetzt, ich lade jetzt nochmal den Spielstand. Zivilperson, das ist doch zum Kotzen, hey. Ah ne, nicht Einsatz wiederholen. Ah, scheiße. Ein Bagger. Schnauze, ich will den Spielstand laden. Ich will das mal ausprobieren, weil wenn die noch im Wagen waren, dann könnte es ja sein, dass das noch zu schaffen ist. Halt die Fresse, ich lade den Spielstand. Ja, Kepo 94, herzlichen Glückwunsch. Kevin Pumuckl gewinnt. Das war der Film Shining, den ich erwähnt habe. Sehr schön. Und jetzt lädt's nochmal, verdammt. Naja, okay. Naja, es passt schon. Kepo hat gewonnen. Ah, Mann, das ist zum Kotzen. Ein Baggerfahrer ist bei Bauarbeiten. Hallo, ich hab den Spielstand gelesen. Man muss trotzdem von vorne anfangen. Ah, leck mich doch am Arsch hier. Brände sind ausgebrochen. Da nutzt das Speichern gar nichts. Bei der Explosion wurde außerdem eine zweite Bombe freigelegt. Na gut, okay. Entschärfen Sie diese so schnell wie möglich. Löschen Sie die Brände und retten Sie alle Opfer der Katastrophe. Ja, ist gut. Okay, also wir müssen das Ganze normal machen. Ihr seht jetzt, dass hier... Kann man das überhaupt verhindern, dass das Ding da explodiert? Offensichtlich nicht. Also auf jeden Fall seht ihr, dass hier das Feuer tobt. Deswegen werde ich das diesmal anders machen. Ich werde jetzt heute, diesmal, an dieser Stelle... Also ihr braucht nicht denken, dass ihr heute noch eine andere Mission zu Gesicht bekommt. Das ist die einzige, die ich spielen werde. Also, Tanklöschfahrzeug. Beide. Hierher. Alles klar. So. Dann. Drehleiterfahrzeug. Gleich darüber, sicherheitshalber. Ist in Arbeit. Das wollte ich nicht. Moment. Habe ich das jetzt richtig gemacht? Verdammt. Wie kann ich jetzt nochmal zu dem Drehleiterfahrzeug... ich weiß nicht, ob es richtig war. Verdammte Axt. Ja. Schöne Scheiße. Ich hoffe, das war jetzt richtig eingestellt. Also ich habe jetzt eigentlich gar nicht geklickt. Ich habe irgendwie eine Taste gedrückt. Wie kann ich denn das Drehleiter... Ah, warte mal, da. Wo starten die denn? Hier, na nee, Moment. Wo ist der Startpunkt? Ich sehe es nicht. Da war doch irgendwie dieses runde Dingsbums. Das war doch... Wo ist denn die Basis? Da ist die Basis. Achso, ich kann die ja noch gar nicht sehen, weil die ja noch gar nicht losfahren, weil er auf Pause ist. Okay, vergesst das Ganze. Wir machen das nochmal... wir gehen nochmal zurück. Das wird er jetzt schon richtig machen. So. Rettungstransportwagen. Ich werde es jetzt anders machen. Ich werde jetzt einfach zentral hier hinstellen. In Ordnung. Dann, ach nee, was? Es waren ja nur zwei jetzt. Nee, nur einer. Die sollen beide. Alle drei sollen hierher. So. Und da soll hierher. Dann habe ich die zentral alle hier. Dann weiß ich wenigstens, wo die rumstehen. Jawohl. Jawohl, ich bin schlau. So. Dann brauchen wir. Die zwei Rüstwagen, die bringen wir
Die bringen wir. Oh, warte mal, hier brennt es aber auch, ne? Verfluchte Axt. Ein Rüstwagen hierher. Wird erledigt. Und ein Rüstwagen. Ja, wir brauchen hier ja einen auf jeden Fall. Wird erledigt. Und den historischen Heine-Schweine-Kackpriester, den... Der kann ja nix. Den bringen wir auch dahin. Dann soll der damit löschen. So. Wird erledigt. Gut, dann haben wir... Das SEK. Moment, das war das hier. Hä? Da, der da. Der muss hier hin. Verstanden. So, jetzt habe ich doch alles gemacht, oder? Ja, das ist alles raus, das ist alles raus. Was mir ein bisschen Sorgen macht, ist, ob denn jetzt der... Ob der Leiterwagen, ne, wie heißt der? Der Drehwagen, der Drehleiterwagen, ob der da richtig hinfährt. Aber das sehen wir gleich. So. Na, da sieht doch mal noch was aus hier! Ich kann den ja jetzt nochmal anklicken, wenn ich den jetzt erwische. Ja, man, ihr könnt ein bisschen, ihr könnt auch Brotzeit machen in der Zwischenzeit. Drehleiter, da. Wir sollten Tanklöschfahrzeuge einsetzen, um Gebäudebrände zu löschen. Ihre hohe Löschkraft ist ideal für den Einsatz gegen größere Brände. Drehleiterwagen, den mache ich jetzt hier halber nochmal hier hin. In Ordnung. Das ist so geil, dass ihr so fett gespendet habt, ey. Meine Fresse, ey. So geil. So, was mir ein bisschen leid tut, ist, dass ich der totale Noob bin bei diesem Spiel. Aber, puh, müsst ihr halt jetzt durch, ne? So. Jetzt müssen die da alle hinfahren. Der Roboter ist schon da. Wir müssen den SEK-Roboter vom Transportfahrzeug abladen, bevor wir ihn in Ordnung teilen können. Das ist ja das kleinste Problem, diese scheiß Fliegerbombe da, ne? Die kriegen wir ja mal locker in den Griff. Ist aber das Wichtigste, weil das Piepen ist echt furchtbar. Was ist denn jetzt hier? Kann ich nicht anmelden oder was? Was ist denn jetzt los? Hallo? Oder habe ich ihn schon angewählt? Moment. Ja. Ah, ich habe ihn schon angewählt. Wird gemacht. So. Passt. Der macht das jetzt erstmal. So, dann la 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 la. Okay, ich werde jetzt gerade mal noch eine kurze Pause machen und gerade noch mal das zweite Emergency 5 verlosen, glaube ich, ne? Ich schreibe gerade mal die Frage in den Chat rein und dann geht's wieder los. Weil wir heute so edle Spender haben. Ja. So, die Frage habe ich jetzt hier reingeschrieben. Das ist jetzt ein bisschen etwas leichteres. Das sollte relativ schnell zu beantworten sein. Und ich werde jetzt gleich Return drücken. Ich muss immer ein bisschen warten, ne? Weil ich habe ja ein bisschen eine Verzögerung drin. Ah, ich sehe schon. Okay, jetzt seid ihr Bescheid. Jetzt wisst ihr Bescheid. Und Achtung! 3, 2, 1, deins! Das ging so schnell, das habe ich jetzt nicht gesehen, aber meine Moderatoren werden das irgendwie managen, denke ich. Herzlichen Glückwunsch an den Gewinner. So, jetzt müssen wir mal weiter gucken hier. Überblick verschaffen, Überblick verschaffen. Das hier ist ein Notarzt. Der nützt mir hier bloß gerade noch relativ wenig, weil... Ja doch, aussteigen kann er schon mal. Komm, erstmal raus. Zu Befehl. So, dieser Notarzt, ach, der muss jetzt erstmal wieder hinten zu seinem scheiß Kofferraum.